I need to go to my room and return Warren's flash drive. Da ist die typische Emo-Gothic-Schülerin. Oh. Hi, Max. How are you doing? Fantastic. I'm by myself reading Chick Lit. Pretty soon I'll be bonding with Victoria at the Vortex Club. I think you're better off reading Chick Lit. Good point. Now if you'll excuse me. Hier wieder so eine Mädchengänger. Hier ist die Victoria. Nochmal der Hausmeister. Samuel. Glad to see our campus is eco-friendly. Wieso steht da Recycling? Warum nennt man das nicht einfach Mülleimer? Rachel. Don't take it out on the tree, loser. Pay up, bitch. Macht sich nicht über vermisste Leute oder tote Leute lustig. The Prescott Dormitory? Good lord, Nathan's family owns my dorm? Look, it's Max Caulfield, the selfie hoe of Blackwell. What a lame gimmick. Even Mark, Mr. Jefferson, falls for your waif hipster bullshit. The Daguerrean process, sir. You could barely even say that. I guess you got your meds filled. Since you know all the answers, I guess you have to find another way into the dorm. We ain't moving. Oh wait, hold that pose. Awesome. So original. Don't worry, Max. I'll put a vintage filter on it right before I post it all over social medias. Now, why don't you go fuck your selfie? Oh yes, Victoria. I'll get your bony ass out of my way. Oh, was für eine Art Frau oder Typ Frau steht ihr mehr vom Charakter? Do you understand English? Get lost. Victoria oder Max? Bei mir ist es mit Max. I don't want to mess with that ladder and hurt poor Samuel. I just want to get Victoria the hell out of the way. Eimer? Wenn der auf Victoria fällt? Ah, jetzt ist hier offen. This main sprinkler valve looks easy enough to use. Sachen, die wir einsammeln, behalten wir auch. This main sprinkler valve looks easy enough to use. What the hell? Are you kidding? Look at this. Chill, Victoria. It's just water. Yeah, water on my cashmere. Do you know how much this fucking outfit costs? You look great. I can't even chill on the steps. Tut mir aber leid, Victoria. Dumme Schlampe. Hey, do you understand English? Get lost. Also jetzt steht sie da und jetzt hier mit dem Eimer. Aber wie bringe ich den Eimer jetzt zum Fallen? Sweet.
I can't grab that. Samuel is way too close. Was haben wir jetzt gemacht? Okay, let's see if this works. Ach so, lockerer gemacht. You okay, Victoria? Oh, Samuel, sorry. Wet paint is not good for hair, nope. Sorry. Get the hell away from me, weirdo. Hold on. We'll get some towels. We'll be right back. So move your ass before I dry. It worked. Don't mess with Max, bitches. No. Bitch. Hey, Victoria. What do you want, Max? Ein Foto hätte ich gerne. Don't say a word, Max. Oh, wait. Hold that pose. And no filter needed before I post this. Now please move. I've had a messed up day. Hold on. Go into my room. You do that? I know where you live. So does Nathan. Maybe I should have done that. Me. Now I have to get to my room, then see Warren. Me. Anschlagbrett. Go, Miss Grant. Not sure if I will, though. I'm a loser. Victoria is going to be pissed we took so long. Was würde auf eurem Brett stehen? We'll bang for Jesus. Okay, this is just mean and stupid. Genau, peace. Oh, Victoria, give me a fucking break. Warren should be all over Brooke. They're perfect for each other. Hm. Ah, unser Zimmer. Home sweet home, my favorite cocoon. Es ist vielleicht so, dass die Victoria was machen will und hätten wir jetzt die das mit dem Überwachungskameras, das jetzt ja passiert, weil wir nicht unterschrieben haben, dass das dann wieder Victoria entlarvt. Was hat deine Mama geschrieben? Hi Liebling, dein Direktor hat mir eine E-Mail geschickt. Er sorgt sich um deine Einstellung und dein Verhalten, dass du nicht dort hinpasst und dich in dein Zimmer versteckst. Ich weiß, es ist hart, von zu Hause fort zu sein. Selbst wenn du jetzt erwachsen bist, aber du bist dort, um die Welt mit deiner Kamera zu verändern. Bitte ruf mich bald an. Damit wir reden können, wir vermissen dich. Schmatz, Mama. Sowas macht doch heutzutage keiner mehr. So Schmatz oder so. Also ich schreibe manchmal so noch Anstups. Aber sowas, ne. Ja, und haltet ihr euer Handy bei WhatsApp so? Hochkant müsste man ja wieder so scrollen. Ich schreibe ja immer so ganz lange Nachrichten. Wenn ich chatte, ich kann mich nie kurz halten. Du schreibst so einen ganzen Text und dann schreibt der, mit dem du schreibst, okay. Gitarre.
Ich habe mir mal eine E-Gitarre gekauft, weil ich mit Leuten eine Band machen wollte. Dann war ich der Einzige, der ein Instrument gekauft hat. Und hatte auch keinen Bock mehr E-Gitarre zu lernen. Jetzt staubt die Gitarre zu. Da ist die Wand mit den Fotos. Bei Musik kann man immer entspannen und grübelt über die Vergangenheit. Ob man alles richtig gemacht hat. Ob man was anders hätte machen können. Eine Entscheidung, die vielleicht dein ganzes Leben hätte anders machen können. Aufhören. Sonst fange ich auch noch richtig an zu grübeln, während ich spiele. Buch. I'm glad Kate let me borrow her copy of the October Country. I should have every Bradbury book for myself. DVD ist Fenster. Gießen. You are thirsty. I'm the worst baby mama. Drink up. Konsequenzen, du hast die Blume gegossen. Schlimm. Fotos ansehen. That's the only tourist picture I let them take of me at the Space Needle. That was a good hockey game and a great fight. Man, Kristen and Fernando were so drunk hanging on the Fremont Troll. Kunstbücher. Max and Chloe, best friends forever. Who even says that anymore? I'm going to have to call Chloe eventually and find out what she'll say. The longer I wait, the worse it'll be. Idiot. Ist das die, die man bei Before the Storm spielt? Ich weiß nämlich, dass es eine kurze Überschneidung gibt. Weil Before the Storm ist ja ein Prequel. Teddybär. Ahoy, Captain. At least I know you've got my back. When I swallowed your eye and my parents rushed me to the ER, I knew we were bonded forever. Ich hatte früher auch einen Teddybär. Der jetzt ist er irgendwo im Keller in so einer Plastiktüte. The Max Caulfield Photo Memorial Wall. Ist bestimmt richtig cool. Das sieht auch so cool aus, wenn man so eine ganze Wand voller Erinnerungen hat. Foto. Ein Selfie. Ganz klassisch vom Spiegel. Aber gut. Jetzt sieht man das Gesicht nicht. Notiz. Looks like Dana left me a little post-it note. Hey, ich habe mir deinen USB-Stick ausgeliehen, um beim Lernen was schauen zu können. Wenn du ihn brauchst, findest du ihn in meinem Zimmer. Great. Now I have to go get the flash drive from Dana's room. Was haben wir hier für Fotos? Philip Lorca de Corsia, my man. I don't think I could take my camera to those places. Look at that shot. I love Julia Cameron's Victorian vibe. Talk about analog cameras. Ah, Dolly, what a fantastic eye. He could truly freeze time. Hi-Fi-Anlage. Cartier-Bresson, Doisneau, Hamilton, the greatest. So cheesy, but
It makes me smile thinking of the day Mom and I sewed that together. Kekse. I love that Mom sent me a fat box of chocolate coconut bites for my birthday. And slipped in a $200 gift certificate. She sure knows how to make a sad birthday happy. Ich könnte nicht in so einem Wohnheim wohnen. Ich will schon eine eigene richtige Bude haben. Zu wissen, was im Flur andere hängen und... Ach, nee. Schlechte Erfahrungen bei Klassenfahrten. It's not exactly pretty in pink, but no shits are given. I like my wardrobe. Would Man Ray call them selfie portraits?